Eine einfache Handhabung der Helme ist uns sehr wichtig. Ich zeige Ihnen nun die wichtigsten Funktionen und Einstellungen der einzelnen Helme. Alle unsere Helme werden vormontiert ausgeliefert. Dennoch müssen vor dem Schweißen die Dunkelstufe, die Empfindlichkeit und die Verzögerungszeit eingestellt werden, so wie es für den Schweißer und seine jeweilige Schweißaufgabe optimal ist. Die einzelnen Stufen werden beim Guardian 50 über den außenliegenden Drehschalter eingestellt. Beim Guardian 62 und Guardian 62F geschieht dies über einen kleinen Schieberegler im Inneren des Helmes. Die beiden anderen Einstellungen, Empfindlichkeit und Verzögerung, werden ebenfalls über einen Schieberegler auf der Innenseite vorgenommen. Dies ist bei allen drei Helmmodellen gleich. Die Sensitivität regelt die Menge an Licht, die von der Kassette benötigt wird, um sich zu verdunkeln, während die Verzögerungszeit die Zeit ist, welche die Kassette benötigt, um wieder auf hell zu schalten, nachdem kein Lichtbogen mehr gezündet ist. Jeder Schweißer muss diese Einstellungen für sich selbst herausfinden, in Abhängigkeit von seiner Schweißaufgabe und seinen persönlichen Präferenzen. Darüber hinaus gibt es einen Knopf auf der linken Außenseite des Helmes, mit dem Sie den Schleifmodus aktivieren können. Zum Schleifen brauchen Sie einen klaren Durchblick für Ihr Werkstück, der durch die Stufe 4 bestens gewährleistet ist. Unsere Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die richtigen Einstellungen zu finden.